Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wie versprochen, starten wir jetzt in einen neuen Tag. Oh, Produkte zu teuer. Salz und O-Saft. Salz und O-Saft. Okay, dann helfen wir jetzt noch ein bisschen mit dem Einräumen. Ich hole mal Salz. Und dann geht's in den nächsten Tag. Also, da müssen wir es nachbestellen. Und dann geht's in den nächsten Tag. So, einzelne Produkte stelle ich mal dort ab. So. Rotes Mehl. Aber keins mehr. Das ist ja ungünstig. Aufstrich. Ich wollte nicht Reis. Ach, du hast auch gerade Aufstrich. Kann das hier nicht hinstellen? Wieso nicht? Weil es einen Lagerplatz hat? Okay. Haben einfach komplettes Lager leer gekauft. Milch. Toilettenpapier. Sag mir, wieso kann ich das denn dort nicht mehr abstellen? Wollte nur reingucken. Colas fehlen auch noch. Jetzt habe ich es ja doch wieder hier runtergeschleppt. Naja. Geht Hugo hier eigentlich nach einem bestimmten Prinzip vor? Oder geht er einfach durchs Regal? Von oben nach unten und nimmt das mit rüber. So, Meister Propper. Toilettenpapier haben wir ja anscheinend keins mehr. War sogar ein Fach für Shampoo. So blöd, ne? Warte, Meister Propper.
Okay. Wir bestellen nach. Also. Auf jeden Fall Milch. Zweimal. Gelbes Öl einmal. Aufstrich einmal. Auch zweimal. Zweimal. Was war jetzt hier noch? Meister Propper. Muss ich mich hier wieder umgewöhnen? So, dann haben wir Toast, Puderzucker, Nudeln. Spaghetti. Dann haben wir rotes Mehl, blaues Mehl, Salz. Dann haben wir Müsli und Tabs. Dann haben wir Seife und Shampoo. Reiniger. Bleichmittel ist das. Klopapier. Und noch einmal Bleichmittel. Soda. Cola Cola. Schade, dass er das nicht von der Straße reinräumt. Müssen wir dann wieder gucken, dass er die Lücken jetzt noch füllt. Und was wir dann noch mal nachbestellen müssen. Er hat schon wieder einen Karton weggeschmissen. Okay, das mit der Treppe hoch und runter, das ist ganz schönes Gewackel. Der mir schon fast schlecht.
Hier hat schon wieder alles nachgefüllt, wo er gerade Ware zu hatte. Wow. Ich meine, das Einräumen hier an sich geht jetzt halt auch. Also ich muss halt nur in die Regale stellen. Das Einräumen übernimmt Hugo. Das geht schon auch ein bisschen schneller, ne? Ich fände es aber schöner, wenn die Treppe nicht so ruckelig wäre. Wir haben es gleich. So. Hier ist noch mal ein Fach Nudeln. War das? Nee, das war das blaue Mehl. So, die Frage ist, reicht das jetzt? Wir haben noch mal Toilettenpapier. So, der PC ist ja hier. Ist halt nicht viel drin, ne? Ja, ansonsten passt das schon. Dann geht's los. In den nächsten Tag. Ja, es läuft. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber aktuell läuft's. Ich die noch mit ins Lager stellen? Wir können dann auch mal gucken, es gibt ja noch irgendwie andere Kassen, was da der Unterschied ist. Wenn es einen Unterschied gibt.
Was soll ich sagen? Der kauft einfach gleich dreimal Toilettenpapier. Gibt's da nicht. Gute Toilettenpapier. Ich glaube, ich gehe gleich mal mit Milch holen. Müsli können wir auch holen gehen. Wenigstens Zeit zu passend. Vergeht mir noch mehr Zeit. Sehr gut. Also heute gebe ich ständig zu viel Geld raus. Also fast. Bringt er jetzt gerade Mehl? Salz ist zu teuer. Hä? Wirklich jetzt? Kannst du hier nirgendwo mehr hinstellen? Ah! Hallo? Die nehmen wir mir auch schon bis draußen. Tut mir leid. Ja, kauf halt viermal Klopapier. Jetzt ist dort kein Klopapier mehr drin. Doch. Aber ich habe bestimmt keins mehr im Lager. So.
Okay, Hugo hat nochmal aufgefüllt. Oh, yay. Die haben mich aber ja schön ausgekauft heute. Das ist nicht dein Ernst, du nimmst gerade das letzte Shampoo. Wie soll denn Hugo da hinterherkommen? Und wie hätte ich das alleine eigentlich jetzt noch machen sollen? Ich weiß es nicht. Meine Güte. Das Willen. Ist das plötzlich so stressig, weil Hugo da ist und weil wir so ein großes Lager haben? Oder warum ist das plötzlich so eskaliert? Habe ich das jetzt weggenommen? Ja. Und kann ich jetzt hier ernsthaft keine Kisten mehr hinstellen, weil ich jetzt auch ein Lager habe und ein Lagermitarbeiter? Und die wollen einfach vermeiden, dass man jetzt das Geschäft noch als Lager nutzt? Oder ist das einfach nur gerade irgendwie ein Bug? Hugo, Hugo, Hugo. Joa. Es ist die Folge ja auch fast schon wieder rum. Das geht Schlag auf Schlag. Schon voll. Nehmen wir jetzt Orangensaft mit. Und Apfelsaft. Das noch. Auf. Ich weiß gar nicht, war das jetzt voll? War es nicht. Ja, dann füllen wir jetzt mal noch auf hier. So, das ist aber alle. Das grüne Öl. So ein bisschen schade, dass man ins Lager nicht automatisch nur volle Kisten stellen kann und angefangene Kisten halt dann irgendwie draußen stehen.
Milch haben wir, glaube ich, keine mehr da. Und Aufstrich? Könnten rein theoretisch. Oh, hier ist nur eins drin. Rein theoretisch könnten wir uns eine neue Produktlizenz kaufen. Aber rein theoretisch bedeutet das auch noch mehr Lager. Und wahrscheinlich bräuchten wir dann doch noch auch eine zweite Kasse mit einem Kassierer. Aber das kostet halt gut Geld. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt schon leisten sollten. Oder ob wir noch einen Tag spielen. Ich habe auch noch nicht nachbestellt, ne? Ach so, das geht ja jetzt eh nicht. Muss ich hier erst den neuen Tag starten. Reis und Olivenöl. Wir bestellen nach, aber die Folge ist schon wieder rum. Also ich bestelle jetzt mal nach. Dann gucken wir, wie viel Geld wir noch haben. Und dann überlegen wir, ob wir in eine zweite Kasse investieren. Kann ich die eigentlich, die so hinstelle, kommen die Leute auch vorbei. Zwei davon hintereinander stelle. Weiß ich nicht, ob das geht. Wenn wir zwei. So hier hinstellen. Das geht vielleicht. Ja. Also, nächste Folge wird bestellt. Räumen die Kisten hier noch ins Lager rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir, wie wir unseren Laden noch ausbauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und dann bis morgen. Tschüss.